Hallo, der Krack rät heute zu den Grünen. Ein Gespenst geht um in Europa. Diesmal nicht der Kommunismus, sondern die Grünen. Bislang war es ein deutsches Gespenst. Über 20% bei der Europawahl und stabil in den Umfragen. Wir müssen uns fast Sorgen machen, dass es einen grünen Bundeskanzler gibt. Aber dieses Gespenst wird exportiert. In Frankreich haben wir in 8 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern mittlerweile grüne Bürgermeister. Und die machen sich so ans Werk, wie man es von Grün gewöhnt ist. In Bordeaux will man den Weihnachtsbaum abschaffen, denn ein toter Baum kann kein Symbol für etwas Gutes sein. In Lyon ist man gegen die Tour de France, denn diese sei machistisch und eben nicht mit Gender Equality vereinbar. Und in Poitiers möchte die Bürgermeisterin, dass die Kinder aufhören, von Flugreisen zu träumen, was aber etwas peinlich ist, wenn der eigene Instagram-Account voll mit Urlaubsbildern in Tunesien und anderen Fernreisezielen ist. Jetzt könnte man es sich einfach machen und Grüne als das abtun, was wir sie oft wahrnehmen, nämlich Spinner. Dass es nicht so ist, zeigt die Bürgermeisterin von Straßburg, die kaum im Amt, als erstes 2,5 Millionen öffentlicher Gelder bereitstellen möchte, um ein Moscheebauprojekt fertigzustellen. Das größte Moscheebauprojekt der türkischen und hochproblematischen Miligürisch-Gesellschaft übrigens. Dass die Grünen mehr sind als Spinner, erleben aber auch wir hier im Europäischen Parlament immer wieder. Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, mit Reinhard Bütikofer zusammen im Ausschuss zu sitzen. Und Reinhard Bütikofer, der galt immer als Realo, also als einer von den Grünen, die schon vernünftig sind. Reinhard Bütikofer hier ist aber nicht jemand, der europäische Interessen vertritt, der sich für die Umwelt stark macht, sondern er ist in Wahrheit ein Kriegshetzer und ein Interessenwahrnehmer von amerikanischen globalstrategischen Interessen. Läuft er sich warm für eine vergoldete Rente in einem US-Think Tank? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen eins, wann immer hier im Hause Sanktionen gegen irgendwelche Entwicklungsländer verhängt werden, wann immer es hier gegen Russland geht, wann immer man den Handel mit Asien torpedieren möchte, wann immer irgendein Land für nicht würdig befunden wird, mit uns Handel zu treiben und wann immer der Ruf kommt, Krieg zu führen, die Grünen sind vorweg. Aus der einstigen Friedenspartei ist die größte Kriegshetzerpartei geworden, aus der einstigen Partei, die ein friedliches und mit der ganzen Welt im Einklang stehen, das Deutschland und Europa will, sind die treuesten Waffenträger von Joe Biden und seinem Deep State geworden. Die Grünen, sie mögen nach außen auftreten wie Spinner, denen man nichts Böses zutraut, außer dass sie halt komische Ideen haben. Aber in Wahrheit ist es eine knallharte Kaderpartei, die unser Land umwandeln möchte. Wenn Sie an Europa denken, denken Sie nicht an die Tradition, an das Abendland, denn das hassen Sie. Sie denken an Planstellen, an Bürokratie und an Macht, um all das kaputt zu machen, worauf Europa fußt. Kultur, Tradition, Familie und Vaterland. Die Grünen sind ein Gespenst und wir unterschätzen es. Wir lachen über ihre Spinnereien und wir ignorieren ihre Gefahr. Dieses Gespenst geht leider wieder von Deutschland aus. Es ist jetzt in Frankreich angekommen. Wir müssen davon ausgehen, es wird uns noch beschäftigen. Und wer immer von Ihnen Angst hat vor Krieg im Osten, vor Sanktionen mit dem Rest der Welt oder einem Great Reset, er muss eins wissen, die Grünen sind immer auf der falschen Seite. Und deshalb ist es wichtig, sie zu demaskieren. Lachen wir über sie, wo wir lachen können, aber machen uns eins klar, diese Partei, sie ist nur oberflächlich lächerlich, in Wahrheit ist sie gefährlich. Vielen Dank.